Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwert und Schild mit Carsten und mir. Lustig. Ja. Ja. Die ersten Wörter der Begrüßung. Woo! Die letzten Wörter der Begrüßung. Ey, letzte Folge war aber auch scheiße. Nö, letzte war, ist doch nichts passiert. Vorletzte, Entschuldigung. Ja, genau, okay. So, da ist ein Typ mit Pokéball, vielleicht scheitert der dich ja auch. Mit Pokéball auf dem Kopf. Guck mal. Ein bisschen gruselig, aber egal. Tada! Du bist dir nicht zu schade, auch ein Pokéball wie mich anzusprechen? Dafür will ich dir was Feines geben. Siste. Pokéball. Wer hätt's gedacht? Oh, danke. Ich bin ein Wart, gar kein Pokéball. Da bist du baff, oder? Ich bin also nicht verrassen. Man nennt mich Balduin. Okay. Wegen Ball. Okay. Oh, ich bin jetzt beim Hopp. Okay. Wie Hopp? Was? Ach, da. Ja. Also ich wollte jetzt eigentlich noch außenrum. Ja, okay. Ja, sorry. Ich wollte auch erstmal die Typen, die da neben dran stehen, noch fragen, aber. Kannst loslegen. Da bist du ja. Das ist das Engine-Stadion. Hier wird die Eröffnungszeremonie abgehalten. Yeah. Stell dir nur vor, die Eröffnungszeremonie schauen sich nicht nur unsere Mütter an, sondern unzählige Leute aus der ganzen Welt. Ich zittere schon, total vor Nervosität. Ach, was rede ich da? Das ist keine Nervosität, das ist pures Adrenalin. Ich bin so aufgeregt. Jetzt wird rangeklotzt, Carsten. Ach, immer mit dem rangeklotzt. Die ganze Welt soll unseren Namen kennen, da lese ich immer kotzt. Schlimm. Kann ich nicht ein anderes Wort benutzen? Ah, jetzt können wir noch sagen. Gott, Halleluja. Dass die gewesen kämpfen. Okay. Die Nacht im Knospi Inn zu verbringen. Okay, cool. Mhm. Hotel. Ich habe ein bisschen Angst vor den Schaukämpfen und sowas. Wer weiß, was da passiert. Ich habe Schiss, dass unsere Pokémon unterlevelt sind. Ja, genau. Ja, das, ne? Wer weiß. So, also links kommst du nicht weiter. Und rechts. Boah. Alter, hab ich. Ey, Rame, lass mich mal durch, Junge. Was ist dein Problem? Boah, ist das heftig. Das Vieh, ey. Das brauche ich irgendwann mal. Okay, geh mal rein. Ist das ein neues Pokémon? Ja. Okay. Aber warte, vielleicht kann man hier noch. Ja, man kann noch. Was denn? Man, hier beim Brunnen ist noch was. Beim Brunnen? Wie kommst du zum Brunnen? Ist da auf oder was? Ja. Mensch, du und deine. Weißt du, kein Orientierungssinn, aber findet hier überall versteckte Durchgänge und. Auf der anderen Seite auch? Yep. Okay, Moment, ich darf mal kurz. Ah, da hinten, okay. Schön. Feuerheiler. Direkt 3 Stück. Brauche ich die gleich, oder was? Okay, Sarah, geh mal rein. Ja. Okay. Das wird's interessant. Alles aus Backstein, das ist sehr schön. Wow, schau dich nur mal um. Überall Arena-Challenger, egal wo man hinsieht. Gegen all die müssen wir uns also durchsetzen. Komm, melden wir uns an. Alles klar. Ist ja wie im Anime, da muss man sich erstmal anmelden. Wie ist das denn? Die mag ich ja jetzt schon nicht, die Person. Bäh. Frau oder Mann? Ja, das, da überlege ich auch gerade. Was geht denn mit dem? Da weiß er ab. Seid ihr zwar hier, um euch anzumelden? Dann zeigt mir bitte eure Empfehlungsbriefe. Da. Bitteschön. Oh, eine Empfehlung vom Champ persönlich. So was ich zum ersten Mal. Mein Empfehlungsbrief stammt auch vom Champ. Wie bitte? Delian hat euch beide als Teilnehmer an der Arena Challenge empfohlen? Da müsst ihr wirklich großes Talent haben. Scharf beobachtet. Mein Name ist Top. Vor ihm steht Delions kleiner Bruder. Ich trete in seine Fußstapfen und werde der neue Champ. Wie? Wo? Was? Wow. Einen Moment bitte.
In Ordnung, ich habe mich beinahe angemeldet. Jetzt müsstet ihr euch bitte nur noch eine Trikotnummer aussuchen. Ihr habt die freie Wahl. Okay, ich weiß, was ich nehme. Ich habe keine Lieblingszahl oder so, ne? Man kann drei Zahlen? Nee, passt schon. Ich nehme zwei. Du hast dich also für die Zahl entschieden. Gut, das trage ich sofort ein. Trag bitte immer dieses Challenge-Band, damit alle wissen, dass du ein Arena-Challenger bist. Die Öffnungszeremonie der Arena-Challenge findet morgen in diesem Stadion statt. Alle Teilnehmer dürfen kostenlos im Knospi Inn übernachten. Das Hotel befindet sich ganz in der Nähe. Wow, der Präsident der Pokémon-Liga hat sich nicht lumpen lassen, was? Los, komm, wir checken am besten gleich im Knospi Inn ein. Nein. Warum nicht? Weil ich erst mal mit den Leuten rede. Also überall quatschen. Hey, lass mich mal da durch hier. Entschuldige, aber wir haben nur diejenigen, die sich an unserer Arena-Mission versuchen. Ja, bin ich nicht? Wer bist du? Beko, was bist du denn für ein Pokémon? Wer, wo? Da, Beko. Ach, das ist der Pikachu-Klon dieser Generation wahrscheinlich. Ist ja interessant. Hallo. Und was sagt die Trainerin? Okay, danke. Aber die wird nochmal wichtig sein. Die hat nämlich da drei Fragezeichen. Statt nichts. Ist die Toilette oder was? Keine Ahnung. Ich finde es ja schön, dass die unwichtigen Nebencharaktere einfach schon Sprechblasen oben drüber haben. Oh, da ist der unsympathische Typ. Wow, was für ein... Was ist denn wow. Das okay. Ja, ist man Snickers, das waren ey. Alle. Echt, ey, wirklich. Guck mal, wie der einem nachguckt doch, ne? Ich bin einfach rausgegangen, ey. Ich hab den überhaupt nicht mehr beachtet. Ey, wirklich, also... Pff, so was brauche ich mir nicht anzuhören, so was, ne? Okay. Wahrscheinlich... okay, alles klar. Du bist Arena-Challenger Carsten, hab ich recht. Zum Knospi Inn geht es hier entlang, wenn du mir bitte folgen würdest. Ich dachte, der geht mir jetzt aufs Maul. Guck mal, wie der geht, ey. Ich dachte, der will jetzt mit mir kämpfen. Sarah, der hat fette Oberarme, da muss man so gehen. Okay, wenn du das sagst. Ich spreche aus Erfahrung. Aha, ist klar. Nee, es ist das Knospi Inn, Carsten. Aha. Das ist ja genauso wie in Star Wars, weißt du, das mit den Buchstaben und so. Da kann man sich jetzt die Buchstaben merken und dann kann man das auch lesen da. Verstehst du? Mhm. Ne, kann man aber. Ja, gut, das ist wahrscheinlich auf Japanisch oder so. Oder egal. Tritt ein und ruh dich gut aus, du wirst alle deine Kräfte brauchen. Weil hinten, das ist ein I und ein N und ein N. Re. Okay, hallo. Erstmal mit den Leuten quatschen. Mein Lieblingsmensch ist der Champ. Hast du keine Mutter? Oder. Gibt's hier noch Items? Genau, erstmal alles alle. Abgrasen hier. Die Arena, da kämpfen unabhängig von der Arena. Okay, hier steht eine kleine Familie, nehme ich mal an. Weißt du, eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern und guckt sich einen Container an. Okay, ja, ich sehe es gerade auch. Oh, da braucht jemand Hilfe. Okay, alles klar. Sarah, hast du mit dem linken Jungen da schon gesprochen? Ja, ich hab's jetzt gerade, ja. Genau. Ich nehme an, irgendwo im Brunnen, ne? Oh, ein Seidenschal. Wahrscheinlich, Vieh. Ja. Vieh. Wo bist du? Vieh. Ja, hier. Da ist es doch. Und wie, ich hab dich gefunden. Soll ich angeln, oder... Einfach Bescheid sagen, dass ich es gefunden habe. Im linken Brunnen hat es gefeed. Welcher Brunnen? Ah, und im rechten ist es Viehihihi. Tja. Ach, meinst du da bei der Arena-Stadion oder was? Ja, genau. Da waren ja zwei Brunnen. Da achso, machen ich bin die. Dann nämlich weitergerannt. Achso, sorry. Wir machen die Vieh und Viehihihi. Aber weiß nicht, irgendwie. War das jetzt wohl nicht das Rätsels Lösung? Keine Ahnung.
Bin ich da hier gelandet? Wo bin ich denn nicht? Sarah, verlauf dich nicht. Ja, keine Ahnung, ich check hier gerade die Gegend irgendwie ab. Also ich bin hier. Wie kann man denn pfeifen, bitte? R3. Ach so, weißt du das? R3, ja, pfeifen. Woher weißt du das? Das wurde uns schon erklärt. Oh, ich hab eine TM gefunden! Das ist übrigens L3. Wenn überhaupt. Zahltag! Schön. Okay. Wo denn? Oh, hier ist noch ein Pokémon Center. Nein. Oh, Carsten, hier kann ich sogar angeln. Sehr schön. Neues Pokémon. Ja, du musst, ja, wo gehst denn da am besten lang? Ja, ist ein Item. Seidenschal. Erstmal alles erforschen hier. Pokepuppe, sehr gut. Mal gucken, was ich krieg. Ein Typ. Bitte kein Garados. Mhm. Es ist ein Schmerbe. Oh, schön. Ja, das weiß ich ja schon alles, was die mir hier erzählen. Oh, da spielt ein Isso, Himmel und Hölle oder was? Oh, niedlich. Hüpfekreisel, oh, Verzeihung. Ach, ist das schön. Hallo, Isso. Isso! Ey, diese Stadt ist mal voll groß. Isso! Warst du schon beim Isso? Nein. Dann bist du in die andere Richtung gelaufen. Okay. Ich bin jetzt hier im Bahnhof. Im Bahnhof? Aha. Da war ich immer nett. Ich bin bei dem Jungen, bin ich weitergelaufen und dann so ein bisschen zu uns, also Richtung Fernseher. Und da ist so ein kleiner Eingang, also so eine Seitengasse. Da bin ich du findest immer die kleinen Pisseingänge. Okay. Geh ich auch mal zurück, weil hier ist nur noch ein Lift. Es untersucht schlammige Flussbetten mit seinen beiden langen Schnurrhaaren. Sein Körper wird von einem Schleimfilm geschützt. Lecker. Meinst du da an den Containern vorbei? Nee. Da? Renn einfach mal auf dich zu. Ja, da war ich ja. Bist du. Aber wenn du noch nicht beim Isso warst. Beim Isso war ich noch nicht. Ja, deswegen. Ah, okay, der lässt mich nicht durch. Ja, na gut, dann ist die Wahl ja eigentlich, also wo du hergelaufen sein musst, ja nicht schwierig. Also. Man muss ja hierher laufen. Okay, wo ist die Seitengasse? Seitengasse. Das ist keine Seitengasse. Das ist, wenn du bei der Familie bist, rennst du einfach Richtung zu dir. Und da siehst du eigentlich einen Typen mit einer blauen Jacke. Ach, dadurch. Ja. Moment. Dann haben wir gleich. Einen Moment bitte. Ah, mit dem habe ich auch gesprochen, aber ich wusste nicht, dass es weitergeht. Okay. Ich bin mal kurz im Pokémon Center. Kapsel X-Genauigkeit. Schön, danke. Bloß nicht stolpern, das könnte ungemütlich werden hier auf dem Metall. Das war schon. Sehr gut. Da können wir jetzt auch angeln. Hallo? Komm wieder, wenn du Champ geworden bist. Was hat denn der für mich? Okay. Jetzt angeln. Bitte was Neues, was ich noch nicht gesehen habe. Komm her. Carpador. Naja, gut. Carpador haben wir schon mal gesehen. Aber ist in Ordnung. Carpador können ja auch cool sein. In was entwickelt sich nochmal Schmerbe überhaupt? Melsa. So. Ah, okay. Ich kann Carpador. Ist es männlich? Na, okay. Ist nicht männlich, aber ist egal. Ich nenne dich trotzdem so. Obwohl, gibt's einen weiblichen Drachen? Okay, er lässt mich nicht durch. Alles klar, dann. Ja, also wir müssen gleich ins Hotel direkt. Ja, aber ich muss noch das eine Pokémon finden für das Kitty. Für das Kitty, mein Deutsch, oder? So, Carpador.
Es ist ein Fisch-Pokémon, falls das noch keiner weiß. Es ist nutzlos, was Kraft und Geschwindigkeit angeht. Dieses Pokémon ist das schwächste und erbärmlichste der Welt. Naja, nicht. Was war da aktualisiert? Ach, keine Ahnung. Spitzname. Da es eine Frau ist, nenne ich es einfach Frau. Echt? Moment. Nein, ich bin nicht fertig. Mu. Schu. Oh nein. Warum nicht? Da. Frau Muschu. Frau Muschu, ja. Weil aus Smaragd, ne, das hieß ja Muschu, das Garados. Okay. Und das ist jetzt Frau Muschu. Okay, wunderbar. Gehe ich wieder zurück. Und versuch mal da zu pfeifen, da wo das. Was ist denn? Die Pfeife da ist. Ich glaube beim linken Springbrunnen, Sarah. Halsspray, ja, ich hab's schon, okay. Wow, also ich stehe vor dem Hotel. Du hast es schon und sagst nix? Ja, weil du als am Reden bist, da kannst du nicht als dazwischen reden. Natürlich kannst du, musst nur dominant sein. Komm, versuch's mal. Ja, ich stehe vor dem Hotel. Schön. Bist du jetzt auch da? Nee, jetzt habe ich erstmal Vieh und das Pikachu da gefunden. Ist zum Jungen zurückgekehrt, na wunderbar. Ach so, ich glaube, du hättest das schon. Kriegt man da irgendwas? Nö, ich wusste gar nicht, wie man pfeift. Ja, okay. Ich kann mich zwar erinnern, dass das bestimmt irgendwann mal gesagt worden ist, am Anfang, aber... Wurde, ja. Da, kriege ich jetzt was von dir? Ich möchte dir das schenken, weil du mir... Aha, Halsspray. Für rauen Hals. Erhöht bei Einsatz einer Lärmattacke den Spezialangriff. Mein Gott. Die sind die aber speziell. Okay, ich gehe jetzt ins Hotel rein, Sarah. Warte, ich bin am Dancen. Sofort. Ich bin am Dancen. So, okay, ich bin drin. Oh, da oben steht eine Gang. Oh, ja, sehe ich jetzt auch. Oh, hi Kids, wie sieht's aus? Wie es aussieht, habt ihr die Anmeldung schon mal erfolgreich erledigt? Hey, Sanja, was machst du denn hier im Hotel? Zwinkern siehst du ja leider nicht. Stimmt. Und wie ich da drauf zeige und. Ja, da ist das. Ich. Sorry. Ich stelle Nachforschung über das rätselhafte Pokémon aus dem Schlummerwald an. Ich dachte mir, dass es vielleicht irgendwie mit der Legende der Garda-Region zusammenhängt. Wo ihr schon mal da seid, können wir uns auch gleich zusammen den Kopf zerbrechen. Alles klar, wir rennen einfach gleichzeitig gegen eine Wand. Du fängst an. Diese Statue, wer soll das sein? Das ist der Held. Der Überlieferung zufolge einst die Garda-Region gerettet hat. Wenn ihr mehr über ihn wissen wollt, erzähle ich euch gerne seine Geschichte. Habt ihr Interesse? Nee. Ja, nur, erzähl uns kurz bitte alles. Nein, wenn du dich kurz fasst. Vor langer, langer Zeit erschien hast du alles? Schwarzer Wirbel, ja. Okay. Die Leute nannten ihn die finstere Nacht. Gleichzeitig tauchten überall gigantische Pokémon auf, die die Region unsicher machten. Doch dann erschien ein tapferer Jüngling. Gewappnet mit Schwert und Schild bot er ihnen die Stirn, bis er sie bezwungen Schwert hatte. Und Schild? Kennen wir das irgendwo her? Diese Statue stellt angeblich jenen heldenhaften Jüngling aus der Legende dar. Die Legende wirft viele Fragen auf. Was hat es zum Beispiel mit dem Schwert und dem Schild des Helden auf sich? Und was steckt hinter diesem schwarzen Wirbel? Der Name Finstere Nacht kommt wahrscheinlich daher, dass er den ganzen Himmel bedeckt hat. Wow, das klingt, als wäre dieser Held ungefähr so stark gewesen wie mein Bruder. Wenn du herausfinden willst, was hinter dem Schwert, dem Schild und dem Wirbel steckt, hast du auf jeden Fall eine Menge Arbeit vor dir. Sanja, schafft das schon. Danke. Ja, ich krieg das schon irgendwie hin. Irgendwie werde ich eine heiße Spur finden. Sagt mal, solltet ihr nicht langsam einchecken, wenn ihr hier übernachten wollt? An der Rezeption scheint viel los zu sein.
Verzeihung, ich war gerade in Gedanken. Stimmt, wir müssen ja noch einchecken. Ja, genauso wie die beiden war ich auch gerade in Gedanken. Wenn uns irgendwelche Infos unterkommen, sagen wir dir sofort Bescheid, Sanir. Okay. Okay. Na dann. Hallo? Was ist hier los? Was ist denn mit diesem Typen los? So kann ich nicht einchecken. Ja, ansprechen. Ole, 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 ole. Was? Warte, was? Ich bin noch bei der einen Gruppe. Jetzt geh ich zu den Schwarzen. So. Ach, der Scheiße. Schreien die bei dir ole, 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 ja? Ja. Meine Kollegen von Team Yell und ich sind extra angereist, um unseren Lieblingstrainer bei der Arena-Challenge anzufeuern. Wenn du uns dabei in die Quere kommst, müssen wir leider deine Pokémon platt machen. Mal sehen, wer hier wen platt macht, ey. Arschloch. Oh je, ich mein, jetzt hast du was angestellt. Was ist los? Auf den Maul! Komm her! Komm da! Oh Gott. Oh je. Du legst es echt drauf an, was? Wie du willst. Ich hab dich gewarnt. Team Yell besteht nur aus echten Fans. Und echte Fans schrecken von nichts zurück, um ihrem Star zum Sieg zu verhelfen. Das wirst du gleich sehen. Trainerkampf. Team Yell. Okay, so heißt es. Also das böse Team in dieser Generation hier. Zigzags. Jetzt sehe ich endlich auch das Galar-Zigzags. Hallo? Ach, ist ja niedlich. Guck mal, wie der headbangt. Yeah. Alright, let's go. Ich bin fertig mit dem Kampf. Was schon? Ah ja, du hast ja Doppelkick. Nee, ich hab Ute benutzt mit Käferrutz. Käfer, was? Käferrutz. Rutz? Ja. Nicht Trutz, vielleicht? Ja, oder? Doch, Trutz. Ich sag Rutz. So. Ich werde kurz mal abgeschleckt von einem Zickzack. Und jetzt gibt's einen Pixar. Und das war's. So, will noch jemand aufs Maul oder wie ist das? Okay. Jetzt bricht ein Streit vom Zaun und dann verliere ich ihn auch noch. Was ist denn mit der Marge? Ja, Pech, ne? Sieh dir mal was Vernünftiges an. Wie siehst du überhaupt aus? Und wie du wieder aussiehst. Hey Leute, das schreit nach einer Revanche. Zeigt ihm, dass die Mial immer zusammenhält. Der nächste bitte. Oh. Die Anführerin oder was? Geht klar, Kumpel. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, in einer Hotellobby zu kämpfen? Ah, das sind jetzt alles Rüpel, ne? Aber die habe ich vorhin gesehen. Die haben wir vorhin gesehen, Sarah. Die da auf dem Schal oder auf dem Banner oder was auch immer das ist. Da steht. Die haben wir vorhin gesehen. Also ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, aber ich habe sie gesehen. Wie, Moment. Unlicht ist nicht sehr effektiv. Was ist denn das Vieh? Kampf? Also Käfer ist sehr effektiv dagegen. Dann ist es Unlicht. Dann wird es Unlicht sein, ja. Cool. Pizza. So, noch ein Pizza. Ja, ich muss mich erstmal ein bisschen pushen, weißt du, mit Klauenwetter, bevor ich angreifen kann. Ja, okay, ich habe nämlich nur diese ollen Pizza. Alright, Grabber ist Level 15. Wann entwickelst du dich? Softy versucht Eissturm zu erlernen. Nehme ich. Ja. Der Weißnebel. So, dann. Rüpel wurde besiegt. Hat mir das Hirn vernebelt. Aha. Ach so, ich wollte. Ja, Moment. Ach so, das wolltest du sagen? Ja, ist okay. Ah, verzeihung. Okay. Ich fühle mich in diesem Nobelschuppen einfach nicht wohl, sonst hätte ich nie verloren. Ist das deine Gangsterstimme, Sarah? Das sind Gangster, das sind Punks. Was ist das denn für ein Lärmkasten? Ich dachte, du willst hier nur einchecken. Moment mal, hast du hier etwa die ganze Zeit gekämpft? Keine schlechte Idee. Pass auf, ich steig mit ein. Das ist bestimmt ein gutes Training. Aber vorher heile ich noch deine Pokémon. Oh, sehr aufmerksam, vielen Dank. Doppelkampf. Vor euch den Arena-Challenger Hopp, der nächste Champ der Galar-Region. Los geht's, jetzt heißt es 2 gegen 2. Noje. Die feuern die an. Wenn wir mit euch fertig sind, jubeln wir Ole! Ihr wimmert dann maximal noch. Oh nee. Boah.
Boah. Dieser Trash-Talk hier, ey. Fuck. Okay, wollen wir mal. Zickzacks und klepp die Fuchs. Na gut. Wolli, Wolli. Alles klar. Zickzacks ist ja schon irgendwie süß. So, Clownwetzer natürlich. Unser erster Doppelkampf, Sarah. Ja, hey. Ist das nicht aufregend? Ach, die Udi, die reißt hier jetzt alles rum, ey. Ja, wahrscheinlich. Ja, One Hit, alle beide tot. Wer ist nochmal Ute? Das ist, das eine Vieh, wo du gesagt hast, boah, guck, das links und rechts in den Augen oder was? Achso, Sensekt. Genau, danke. Oh, Happel ist Level 16. Entwickelst du dich, Happel? So, wenn es sich entwickelt, stirbt es kurz danach. Oh nein! Jawohl, das ist hier die Regel. Nein. Standpauke. Ja. Nicht so den Rücken gleich vor, das kann ich schon weiter drücken. Ja, ich bin gleich fertig. Sarah, ich habe leider keine Käferattacken, ja? Mhm. Das war doch auch gar keine Kritik, Mann. Sondern nicht immer direkt so. Oh. So, jetzt muss Wolli, weißt du, Wolli, ey, nur Tackle, weißt du, und rollt dann gegen die Viecher und. Und dann ist das wird der nächste Champ in der Gala-Region. Ja, mit einem Wolli oder was? Wolli. Klerasil will Lebensschuss erlernen. Du machst eigentlich voll die Schleichwerbung, ist dir schon klar. Ja, vielleicht ist es ja keine Schleichwerbung, vielleicht werde ich ja voll bezahlt dafür. Hm. Mhm. So. Also meinst du jetzt nach dem Kampf oder in der Lobby wieder? Wo du jetzt geschlagen hast. Nach den Erfahrungspunkten. So, eine Niederlage macht mich traurig. Und wenn ich traurig bin, kann ich niemanden anfeuern. Dabei wollte ich mir doch eigentlich nur die Eröffnungsserum hier anschauen. Dabei, also, wirklich. Oh, Hoppel entwickelt sich. Hoppel entwickelt sich. Und stirbt Hoppel. dann später gleich. Ich seh ruhig. Oh, das sieht geil aus. Was? Geiler als ein Affe mit zwei Stöcken und einem Iro? Der Affe hat sich zu einem Kickerlo entwickelt. Kickerlo. Aber das sieht so geil aus. Das sieht echt geil aus. Mann, jetzt hast du schon zwei... Naja gut, jetzt, genau. Das Sensekt hat sich auch weiterentwickelt, ne? Dann ist ja gar kein Sensekt mehr. Kickerlo. Es wirkt Bären von Ästen, ohne seine Hände zu benutzen. Und jongliert sie mit den Füßen. Damit trainiert es seine Fußfertigkeiten. Oh. Cool. Ich weiß gar nicht, wer spricht. Egal. Jetzt habt ihr allen Grund zum Jubeln. Und wir können nur leise wimmern. Oha. Hey, was ist denn hier los? Miss Mary. Wir, also... Ich verstehe, dass ihr mit den anderen Arena-Channeln auf Kriegsfuß steht. Aber müsst ihr wirklich so grob mit ihnen umgehen? Wir haben uns gewehrt. Nehmt es diesem Haufen bitte nicht übel. Das sind meine Fans. Sie nennen sich Team Gel und feuern mich bei der Arena-Challenge an. Aber wie es aussieht, übertreiben sie das mit dem Unterstützen ein bisschen. Ein bisschen. Na los, ab mit euch. Geht nach Hause. Kusch, ab ins Bett. Mit diesen Doppel-Wuvu-Selas, ey. Team Gel will um jeden Preis, dass ich gewinne. Deshalb behandeln sie andere Arena-Challenger oft etwas rabiat. Tut mir echt leid, wenn sie euch Schwierigkeiten bereitet haben. Ach, du bist also auch Arena-Challenger? Und du hast schon deinen eigenen Fanclub? Mann, da werde ich glatt neidisch. Ah, alles klar. Okay. Sprech mal mit dir. Gespräch? Achso, das hat ihr eben schon gesagt. Okay, Mann am Schalter. Guten Abend und herzlich willkommen im Knospi Inn. Du bist ein Arena-Challenger, nicht wahr? Nein. Du hast Humor, das gefällt mir. Du bist Carsten, richtig? Die Liga hat bereits ein Zimmer für dich reserviert. Ich möchte mich auch noch aufrichtig für deine Hilfe vollen bedanken. Das war eine äußerst unangenehme Situation. Ich wünsche dir eine grusame Nacht und einen angenehmen Aufenthalt in unserem Hotel. Jo, Dankeschön, Bro. Ding, ding, ding. Sehr schön. Sehe ich das Zimmer auch, oder? Am nächsten Morgen. Guten Morgen! Sarah, bist du da auch? Mhm.
Ja. Ab heute wird es endlich ernst. Dieser Tag wird ein wichtiges Kapitel in der Legende von Hopp. Komm, Carsten, machen wir ein Wettrennen bis zum Engine-Stadion. Nein. Nee. So, jetzt will ich erstmal da hoch. Wir beenden die Folge. Ja, warte. Ich will erstmal mein Zimmer sehen. Das geht, glaube ich, gar nicht. Oh, doch. Also mit dem Aufzug kommst du hoch. Jetzt bin ich in einem fremden Zimmer. Was, im Ernst? Ja. Okay. Boah, du hast einen Dynamics-Band. Das ist super mächtig. Okay. Ja, wo ist denn mein Zimmer, Bitches? Jetzt laufe ich in fremde Zimmer rein, weißt du? Hallo. Jo, wenn man was findet, ist auch gut. Dylan ist da, haben wir niemanden gesagt. Okay. Was? Oh, ich habe ein Sternstück gekriegt, danke. Oh, das ist meine, ist so eine alte Dame, ne? Pass auf. Ach, mein süßer kleiner Enkel lässt sich noch so leicht beeindrucken. Dabei weiß doch jeder, dass meine Glurak-Pose unübertroffen ist. Die würde ich gern sehen, Oma. Zeig mir die mal. Oh, schön. Hallo? Aha. Aha. Wo ist mein Zimmer jetzt? Ist das hier mein Zimmer? Okay. Welches? Ich hab's selbst noch nicht gefunden. Ja, das erste links. Ja? Das ist das einzig leere. Ja, wie süß. Ja, das wird das. Ja, okay. Ja, schön, dann. Dankeschön für das Sternstück. Ja. Okay. So, Sarah. Gehen wir jetzt vor das Hotel oder in die Lobby. In die Lobby am besten. Und dann. Noch eine Szene, weißt du? Und dann auf Wiedersehen. Da ist ein Knospi auf dem Tresen. Heißt das deswegen Knospi in? Mensch. Ich stelle mich jetzt vor die Statue hier. So, sehr schick. Ich sehe genauso episch aus. Mindestens genauso. Dann Leute, euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und seht sich. Nee, wir sehen uns ja leider nicht. Man hört sie höchstens. Also die hören uns, wir lesen sie. Okay. Ja. Bis dann. Tschüss.